Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 8.11.2019. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Item Shop den Creator Code sofort gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Item Shop rein. Oh mein Gott, wie geil. Dunkles Dino-Kommando. Dunkle Dino-Knochen und der dunkle Rex. Hammergeil. Wir fangen auf der rechten Seite mal an mit Seht her. Finde ich ganz cool. Für den Herrn sofort zumindest mal. Haben wir uns das Teil geholt. Damit ich dann präsentieren kann. Guck mal, so cool ist das. Da ist er der Herr sofort hier. Geil hat er gemacht, ne? Also kriegt von mir 8 von 10 das Teil. Schauen wir mal ganz kurz in die aktuellen Benotungen rein. Da haben wir derzeit ein Voting von 3,2 von 5 bei 15 Modes am 13. Oktober 2018 das erste Mal drin gewesen. 7 mal 21 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 32 Tagen am 7. Oktober 2019. Dann sind wir bei der Dominatorin für 800 V-Bucks. Ja, was soll ich dazu sagen? Ist eigentlich ganz cool. Der Teil kriegt von mir 5 von 10. Also für einen No-Skin, wenn du so willst, 6 von 10. So, da hätten wir aktuell ein Voting von 3,05 von 5 bei 21 Votes. Ich hab's vergessen einzublenden. Am 26. Dezember 2017 ist das mal drin gewesen. 21 mal 24. Wir meinen, das ist das letzte Mal im Shop vor 18 Tagen. Jo, dann geht's weiter. Dann haben wir das Papierflugzeug. Und das finde ich richtig cool. Das ist übrigens in dem Gameplay von dem Rex mit drin. Könnt ihr euch das mal genauer anschauen, das Teil. Ist echt cool. Habe ja wieder mal nach den Skins gesucht. Und der Dark Rex war mit dabei. Und dieser Dark Dino Kommando. Mega geil. Neuer Dark Rex hatte hier diesen Papierflieger, was ich sagen muss, eigentlich fast das größte Highlight dieses Videos war. Egal. So, für 800 V-Bucks das Teil, kriegt von mir auf jeden Fall 10 von 10 und nachdem ich es gesehen habe, definitiv 10 von 10. Das ist echt cool. Paper Plane hat hier ein Voting von 4,31 von 5 bei 32 Votes am 6. Januar 2019 das erste Mal drin gewesen. 11 mal 45 Reminders. Dann sind wir bei dem Kaugummi. Bei der Lackierung, sorry Leute, es ist einfach nicht meine Farbe. Deswegen kriegt der Kaugummi von mir auch nur 3 von 10 für 300 V-Bucks das Teil. Und da haben wir folgendes Voting. 3,38 von 5 bei 13 Modes am 14. Mai 2019 ist das mal drin gewesen. 3 mal 15 Reminders. Dann geht's weiter mit der Elektrolaune. Mega cool. Kriegt von mir 10 von 10 für 500 V-Bucks. Vibin hat hier ein Voting von 4 von 5 bei 15 Votes. Am 5. August 2019 ist das mal 4x 8 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 40 Tagen am 29. September. Dann haben wir den Guaco, dazu haben wir auch ein Gameplay für 1200 V-Bucks das Teil. Sieht ein bisschen aus wie so eine Handpuppe hier oben. Ja, ist eigentlich ganz witzig. Kriegt von mir 6 von 10. So, der sofort liebt ja Tacos. Naguaku hat hier ein Voting von 3,11 von 5 bei 18 Modes am 11. September 2019. Das war drin gewesen. 4x 2 Reminders. Jo, da kommen wir jetzt zu den Klassikern. Der gefiederte Flieger kriegt von mir 8 von 10. Schon geil, das Teil. Dafür, dass es ein normaler Standardgleiter eigentlich sein sollte. Richtig cool für 800 V-Bucks. Jo, schauen wir mal, der Feathered Flyer müsste hier ja 4,27 von 5.
Bei 37 Votes am 6. April 2018 das letzte Mal drin gewesen. 18 mal 37 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 32 Tagen am 7. Oktober. Dann sind wir beim Raben, der Raven, klassische 10 von 10, das Teil für 2000 V-Bucks. Jo, mega geil, Herr Sofort hat ihn auch in der Eis-Version. Der Raven hat hier ein Voting von 4,4 von 5 bei 191 Votes am 6. April 2018 erstmal drin gewesen. 18 mal 274 Reminders. Das ist krank. Jo, das letzte Mal im Shop vor 32 Tagen am 7. Oktober. Dann geht's weiter. Dann haben wir als nächstes den Ravage, die Verwüstung. Ich glaube, das war der erste Skin, wo auch eine Gleitspur mit dabei war. Die dunklen Federn, dunkle Schwingen und da die Verwüstung. Ravage, mega cool. Der Teil kriegt auch von mir 10 von 10. Geil. Und der Ravage hat hier ein Voting von 4,29 von 5. Bei 167 Votes am 26. August 2018 das erstmal drin gewesen. 14 mal. 273 Reminders. Dann kommen wir hier zu dem eisernen Schnabel. Für mich eine der geilsten Picken des ganzen Spiels für 800 V-Bucks. Kriegt von mir auch 10 von 10. Absolut geil. Absolut geil, 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 geil. Jo, und das ist der Iron Beak. Und er hat hier ein Voting von 4,37 von 5. Bei 46 Votes am 26. August 2018 sind es mal drin gewesen. 14 mal 40 Reminders. Dann kommen, sind wir hier schon durch. Jetzt kommen wir zu diesen dunklen Dino-Knochen. Ja, sieht man so eine kleine Wirbelsäule. Und es scheint wohl irgendwie, was weiß ich von was für einem Dino das Rückgrat sein soll. Gucken wir mal. Klingt auf jeden Fall cool für 800 V-Bucks. Jo, die kriegen von mir 8 von 10 und haben hier ein Voting von momentan. Oh, das ist, sieht nicht gut aus. Hier haben wir 2 von 5 bei einem einzigen Vote. Oh gut, das kann ich alles noch entwickeln. Wir sind ja noch relativ weit am Anfang. So, 3 Reminders jetzt schon. Dann geht's weiter, dann haben wir als nächstes hier den dunklen Rex für 1200 V-Bucks. Der finstere König der Dino-Wächter. Teil des Dino-Wächter-Sets. Ich weiß gar nicht, ich glaube in der hellen Version war er in meinem Gameplay mit dabei. Er sieht auf jeden Fall schon. In dieser dunklen Version sieht er schon richtig cool aus. Gefällt mir sehr gut. Und kriegt deswegen das allererste Mal von mir 9 von 10, der dunkle Rex. Und der dunkle Rex hat hier momentan ein Voting von, auch nicht gut, 2 von 5 bei 2 Votes. 12 Reminders jetzt schon. Naja, sind wir auch schon durch mit diesem Set hier. Und dann kommen wir hier zu dem dunklen Dino-Kommando. Auch hier gibt es verschiedene Styles. Ich kann euch jetzt gar nicht sagen. Ich glaube, hier war es diese dunkle Version. Ich glaube, die dunkle Version war es, ja. Im Gameplay. Ziemlich geil. Kriegt auf jeden Fall dunkles Dino-Kommando. Kriegt von mir 10 von 10. Nimm die Finsternis auf die Hörner. Teil des Dino-Wächter-Sets. 10 von 10 von meiner Seite. Dann haben wir hier 4,33, ganz komisch, ne? Also der eine so wenig, der andere so viel. 4,33 von 5 bei 3 Votes. 20 Reminders jetzt schon. Jo, dann ist auch mal wieder Zeit, hier den Shop zu bewerten. Und ich muss sagen, ich finde Raven, dunkler Rex, dunkles Dino-Kommando auf der linken Seite mega, mega geil. Elektrolaune und Papierflugzeug auf der rechten Seite super cool. Und ja, was soll ich dazu sagen? Da kann es eigentlich von meiner Seite nur eine einzige Benotung geben. Na, könnt ihr ja mal schnell schätzen, was wird's. Macht der gleiche jetzt hier Hate it, it's meh oder love it?
Ganz klar, love it. So. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen da und schreibt was in die Kommentare. Benutzt unseren Creator-Code sofort und gleich TTV und schaltet sich noch wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop. Bis mit dem Endlein.